Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge einer VGM Challenge. Dieses Mal kommt sie wieder von Neko und ich finde, Neko hat immer die beste Songauswahl, deswegen hoffe ich weiß da ganz viele Lieder. Gleich werdet ihr, keine Ahnung, so 10 Lieder hören, je nachdem wie der Neko geschnitten hat. Und während das Lied läuft, könnt ihr erraten, und ich mache das auch währenddessen, man soll den Spielnamen, den Songnamen, das Genre und den Ort, wo dieses Lied spielt, erraten. Und ihr könnt mitmachen und viel Spaß und ja, tschüss. Das klingt erstmal wie hier Banjo-Kazooie, nicht wahr? Finde ich zumindest. Also Banjo-Kazooie wäre ja Nintendo 64 und das wäre... Aber wo? Wahrscheinlich beim Endboss irgendwie. Und wäre dann ein Jump'n'Run! Oder? Das ist halt mega lange her, seit ich das gespielt habe. Aber wird auf jeden Fall in diese Zeit so reinpassen, ne? Diese ganze... Oh, okay, es wird gesungen. The great mighty Pooh. Okay, es ist Conker's Bad Fur Day. Und das kommt bei The Great Mighty Pooh natürlich. Das ist Jump'n'Run Adventure. Und ja, halt bei Boss. Das ist so ein witziger Endboss. Das ist halt ein großer Scheißhaufen und den muss man mit Klopapier bewerfen. Und das ist der ganze Bossfight. Und währenddessen singt er da so blöd rum. Ohoho. Ja, witzig. Okay. Ich glaube, den Punkt habe ich sicher. Oh, das war leise. Dim. Okay. Klingt spooky auf jeden Fall. Jetzt kommen mir zwei Spiele irgendwie ins Gedächtnis. Zum einen Pokémon. Oh, da ist noch ein Düdelüm. Zum einen Pokémon, so Lavender Town oder der Pokémon Tower. Oder aber Luigi's Mansion. Auf jeden Fall, glaube ich, eine Version, die sonst so nicht normal ist. Ist halt so eine Musikbox-Version, ne? Ich sag mal Adventure, Luigi's Mansion. Wo, während man in der Mansion rumläuft? Keine Ahnung. Ein Songname, The Hallway. Ich weiß nicht, wie die bei Luigi's Mansion heißen. Ich hoffe, das war jetzt nicht Pokémon. Wehe, es war Pokémon. Sie hat nämlich richtig häufig Pokémon benutzt. Okay. So, das klingt schon mal episch auf jeden Fall. Na komm, da kommt doch bestimmt gleich noch so ein... Komm, noch mehr. Da fehlt die Drums. Gib mir die Drums. Ja. Okay. Ich habe leider gar keinen Plan, was das sein könnte. Es könnte irgendein Kampfspiel sein oder ein Bossfight. Also gar keine Ahnung habe, sage ich einfach mal Metin 2. Da gab es nämlich auch so ähnliche Lieder. Und das einzige Lied, das ich von Metin 2 noch kenne, ist Back to Back. Das ist es zwar nicht, aber ich sag's einfach mal trotzdem. Hört euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr Metin 2 nicht kennt. Und keine Ahnung, das klingt auf jeden Fall so ähnlich, finde ich. Metin 2 ist so ein geiles Spiel. Und ja, ich sag einfach mal Action-RPG beim Bossfight. Klingt aber cool, sowas mag ich. Aber schnell geschnitten auf jeden Fall. Okay, man hört Möwen. Das wird irgendein Piratenspiel sein. Oder sowas wie Legend of Zelda. Wild Winds? Nee, wie heißt denn das? Wind Waker. Irgendwie sowas. Ich bin ein Pirat und ich segel hier vor mich hin. Meine Schatz wirst du nie finden, denn ich bin ein Piratenkind. Ja, keine Ahnung. Irgendein Piratenspiel, RPG wieder. Während man auf dem Meer drauf ist, das ist auf jeden Fall Final Fantasy VII, One Winged Angels. Beim Kampf gegen Sephiroth, JRPG, easy. Nee. Klar, das kennt man ja auch so, selbst wenn man das Spiel nicht gespielt hat, oder? Sephiroth! Oh, kommt das gleich. Bestimmt denken viele, das Lied heißt eigentlich Sephiroth, aber es heißt One Winged Angels, Leute. Gleich kommt's. Wait for it. Sephiroth! Einfach nur episch! Ja, das war ja einfach. Bitte mehr davon. Wieder so ein Elektrokram, da habe ich einmal keine Ahnung. Das klingt genauso wie das dritte. Kann auch wieder Metin 2 sein, to be honest.
WD2 hat halt auch solche Lieder. Ja, keine Ahnung, das kann alles Mögliche sein. Das kann jedes beliebige Kampfspiel sein. Es kann WD2 sein, wie gesagt. Es kann aber auch Devil May Cry sein. Ja, komm. Das klingt so ein bisschen dämonisch. Sagen wir Devil May Cry. Mir egal welcher Teil. Ist dann ein RPG-Kampfspiel-mäßiges Gedönsels. Auch bei einem Bossfight. Nee, einfach bei einem normalen Fight. Das ist kein Bossfight, ein normaler Fight. Da fehlt noch irgendwas. Genre. Hab ich schon gesagt, kampfspielmäßig. Songname fehlt noch. Rolling Thunder. Okay, wieder. Endlich mal wieder ein bisschen ruhiger hier. Sagten bisher noch so gar nichts. Oh, wieder mit. Ah! Ich kenne das! Mit Gesang? Wo kam denn das nochmal? Ach ja, Dishonored! Endcredits! Das ist ein Stealth-Action-Game. Und spielt in den Endcredits. Ja, kenne ich doch. Bin doch nicht blöd. Jetzt ist die Frage, ob es wirklich Endcredits heißt oder noch irgendwie anders. Vielleicht sagt er das ja nochmal irgendwie im Lied drin. Ich bin mir fast sicher, dass es nicht Endcredits heißt. Die haben ja meistens irgendwelche eigenen Lieder, aber ich wüsste das jetzt nicht. Das ist wieder Final Fantasy. Na na! Du, 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 du. Na na na! Ja, auch eines der Final Fantasy Lieder, die man eigentlich kennen sollte, wenn man mal ein Final Fantasy gespielt hat, zieht sich auch durch jedes Final Fantasy durch. Das ist auf jeden Fall das Schokobo-Theme, während man auf ein Schokobo reitet. Jetzt ist halt die Frage, aus welchem Teil. Ich denke mal, es ist ein neuerer Teil, weil das halt mit Orchester und so ein Scheiß ist. Und daher wird es wahrscheinlich, so Final Fantasy 14 oder Final Fantasy 15 sein. Ich glaube, in beiden ist ein Orchester. Ich glaube sogar ein... Gibt es bei Final Fantasy 12 auch ein Chocobo-Rennen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich sag mal Final Fantasy 14 und es ist ein RPG. Schöne Lieder. Vor allem so stimmungsaufhellende. Finde ich gut. Okay. Das klingt wieder so mittelalterlich. Und beim Mittelalter gehe ich auf jeden Fall immer auf RPG. So wie irgendwie jedes Spiel ist RPG. Wir müssen das irgendwann nochmal genauer regeln, wann man RPG sagt oder wann RPG überhaupt zählt, weil eigentlich wirst du ja in jedem Spiel in einer anderen Person reinversetzt, dass du die spielst und dann ist es ein Role-Playing-Game, weil du in eine andere Person schlüpfst als du selbst. Ja, RPG-Mittelalter, irgendwie in einer freien Ebene irgendwo, aber Spiel gar keine Ahnung. Ja, das ist halt so eine im Hintergrund vor sich hin Dudelei. Aber irgendwie nichts Spezielles, finde ich. So. Noch circa 3 Minuten. Okay, wieder so was Aufbauendes. Das könnte halt wieder Herr der Ringe sein oder sowas. Auch wieder irgendein Kampf. Okay, ich sag erstmal RPG. Okay, jetzt klingt's nach Pokémon. Okay, dann sag ich Battle Theme. Pokémon, ja, ist halt ein RPG wieder. Halt so ein Pokémon-Sammelkarten ohne Kartenspiel mit Pokémon. Aber keine Ahnung wo, keine Ahnung welches Pokémon. Ich sag einfach mal eins der 4. Generation. Und beim Champion, die hört sich doch immer so an, oder? Oder ist es der Rivale? Das kann halt auch sein. Oder irgendein x-beliebiger Boss-Battle-Gedöns. Aber okay, ich muss mich auf einen... Ich sag mal Champion. Beim Champion. Ich glaube, der Rivale klingt immer noch ein bisschen anders. Der klingt immer freundlicher. Okay. Das ist, glaube ich, schon das letzte Lied. Ganz schön viele Lieder dabei, wo die singen. Ja, gar keine Ahnung. Irgendwie Bots. Dann sag ich mal, es heißt Happy Birthday oder Happy Birthday to You. Und Five Nights at Freddy's. Keine Ahnung, ob die jemals gesungen haben. Und es wiederholt sich auch einfach die ganze Zeit. Happy birthday to you, hope you have a happy birthday. Ja, ganz toll, ganz tolles Lied. Gut, das war's mit dem Ding hier. Ich sag mal, das war ein Horrorspiel. Ja, Five Nights at Freddy's, Happy Birthday.
wenn am Ende Endcredits bestimmt oder so. Ich habe das Spiel nie gespielt, von daher gar keine Ahnung. Ja, war aber wieder eine schöne Challenge. Ich glaube, die ging nur 9 Minuten oder so. Also ein bisschen kürzer als die anderen, zumindest von den Songs her. Ja, dann würde ich sagen, könnt ihr mir schreiben, was ihr so gedacht habt, was ich richtig und falsch habe. Meistens mache ich irgendeinen blöden Fehler. Und ansonsten schaut auch mal beim Neko vorbei. Sein Kanal ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr da irgendwelche Spiele sehen wollt. Der macht auch Let's Plays und deshalb bin dieser Challenge auch dabei. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.